Guten Morgen und herzlich willkommen zur täglichen Inspiration. Ja, weißt du, viele Menschen sind derzeit unglaublich herausgefordert, weil wir einfach sehen, wie diese Welt im Chaos versinkt. Die apokalyptischen Reiter, sie sind lange da. Familien, Menschen, die sehr, sehr stark gefordert sind, sehr schnell gereizt, Nervensysteme, ja, die wahrhaft blank liegen. Körper, die herausgefordert sind. Emotionale Zustände, die man eventuell so noch nie erlebt hat. Müdigkeit. Und doch ist zu erkennen, dass all das, der Kampf, der hier stattfindet, nicht das ist, was wir sehen, sondern es handelt sich um einen geistigen Kampf. Und auch du wirst geistig angegriffen. Die Sache ist, wenn nicht Gott deine Räume und auch deinen Körper mit dem Heiligen Geist erfüllt, welche Geister sind es dann? Denn wir Menschen sind Geschöpfe und ohne Bewusstsein ist alles nichts. Aber welches Bewusstsein ist mit unserer Seele verbunden? Satan zeigt sich im Gewand der Engel des Lichts in der letzten Zeit und wir befinden uns ganz sicher in dieser letzten Zeit. Du siehst es und vielleicht spürst du es auch. Jesus Christus, der kam, um uns das Himmelreich auf die Erde zu bringen. Das letzte Wort Gottes. Und doch ist er von den Seinen nicht erkannt, heißt es. Menschen, die ihn ablehnen. Menschen, ja, eine ganze Erde voller Menschen, die abgefallen sind von Gott und die der Materie und Satan verfallen sind, seinen Verführungen. Und so heißt es auch, du kannst nicht zwei Herren dienen. Die Sache ist die. Die Wahrheit blieb vielen Menschen verborgen, weil sie eben geblendet wurden von dieser Welt. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich habe auch selbst eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was das bedeutet. Aber wenn du verstehst, dass das Ganze geistig ausgetragen wird, wenn du verstehst, dass deine Freiheit erlangt ist, wenn du dich im Geiste erhebst und wieder zum Ursprung zurückkehrst, so wird dein Körper folgen, so werden deine Umstände in deinem Leben bereinigt und in eine göttliche Ordnung gebracht. Jeder Aspekt deines Lebens darf wieder zurückkehren. Du darfst wiedergeboren sein in Christus, eine neue Schöpfung. Erkenne und verstehe all das. Geist über Materie. Komm zurück in deine Kraft. Nimm Jesus an für dein Leben als Erlöser und Erretter. Gott ruft nach dir. Er möchte so viele Seelen wie möglich retten in dieser Zeit. So auch dich. Der freie Wille ist unantastbar. Gott hält sich daran, wenn er diese Regel aufgestellt. Amen. Immer wieder fragen mich Menschen, Miriam, was kann ich tun? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wie komme ich in deine Begleitung? Wie kann ich in die Gemeinschaft, im Background, in der Akademie, wie kann ich dazu kommen? In den Beschreibungen der Videos findest du die Links, aber schau dich gern um. Ruf uns an, kontaktiere uns, buche dir ein kostenfreies Seelenmentoring, eine kostenfreie Heilreise, eine Art Seelsorge, die dich wieder verbindet, die dich wieder die Stimme Gottes hören lässt. Und sei gern Teil der Reise, der 22-Tage-Reise, Divine Manifestation, lebe aus der gottesreichen Quelle oder aber informiere dich in dem Seelenmentoring über die Kurse, die dir in der Akademie zur Verfügung stellen. Wir geben Lehre, wir schaffen ein Gemeinde- und Heilzentrum und es wird noch so viel mehr entstehen. Also werde Teil, abonniere unseren Newsletter und
sei unbedingt dabei auf dieser Reise. Werde Teil Christi, zum Leib Christi. Sei der Arm, der Fuß, der Finger, der Mund, das Auge. Denn all das möchte gelebt werden. Gott möchte durch dich in diese Welt kommen. Amen.